Herzlich willkommen bei Darknizer RC und bei einem weiteren Unboxing. Und zwar zeige ich euch heute mal ein Soundmodul. Ein Soundmodul ist ein Gerät, das ihr in eurem Elektro-RCK verbaut und damit richtigen coolen Motorsound bekommt. So, und zwar zeige ich euch dieses hier. Das ist von Sense Innovations bzw. von Sense Hobbies. Und das ist das ESS Pro. ESS heißt Electronic Sound System. So, und ja, ich mache das jetzt mal auf, erzähle euch dann auch, wie man das ganze Ding anschließt und was der Vorteil von diesem Soundmodul gegenüber vielen anderen auf dem Markt ist. Also, fangen wir mal an. Erstmal mit dem Unboxing. Machen wir den ganzen Spaß erstmal auf. Ist hier mit Tesafilm zugeklebt. So, ist eine hübsche kleine Box. Internet ist www.sensehobby.com. So, was haben wir hier? Wir haben die Bedienungsanleitung. Die ist nicht auf Deutsch, die ist auf Chinesisch und auf Englisch, aber das Ganze ist simpel. Außerdem gibt es ja mich, der euch zeigt, wie ihr das ganze Ding anschließt. Und ein Schaltplan ist übrigens auch hier als Zeichnung drauf und das ist wirklich auch simpel. So, in diesem Karton sind zwei weitere kleine Kartons. Plopp. Ist ja wirklich süß und niedlich verpackt. Never. So. Also, dann wollen wir mal schauen, was in diesen beiden Kartons drin ist. In dem einen Karton ist ein Tütchen und in dem Tütchen ist der Lautsprecher. Und ihr seht schon, dass das nicht wie bei vielen anderen Soundmodulen einfach nur der Lautsprecher ist, sondern im Prinzip ist das hier eine Lautsprecherbox. Ja? Es ist ein richtig schön kleiner Kasten, hier unten auch mit nochmal so einem Loch für den Bassausgang und ist im Prinzip wie so ein Mini-Subwoofer, ja? Zumindest von der Optik her. Und ja, macht auf jeden Fall ein bisschen was her, ist aber schön handlich und passt. Also, ich sag das Ganze schon mal, dieses Modell hier, das Soundsystem inklusive dem Lautsprecher, passt in alle Autos rein, die, ich sag mal, ab Maßstab 1:10 aufwärts sind. Entweder baut er das irgendwo an die Karosserie ran oder was weiß ich. Also, ihr kennt euer Auto selbst, ne? Kommt drauf an, was ihr für ein Auto habt. Ihr könnt das einfach mit Klettband da rein sichern oder mit einem doppelseitigen Klebeband oder mit einem Kabelbinder drum oder wie auch immer. Ich sag aber gleich nochmal ein bisschen was. Wie gesagt, weil dieses Soundmodul hat ein paar coole Vorteile. Den ersten seht ihr schon, es hat einen Lautsprecher erstens überhaupt dabei. Da kommt nicht etwa irgendwie eine lose Platine, wo ihr dann erstmal sehen müsst, was ihr selbst da für einen Lautsprecher irgendwie dran lötet oder sowas, sondern hier ist ein Lautsprecher dabei. Und es ist nicht nur ein loser Lautsprecher, sondern es ist so eine kleine Box. So, dann geht's weiter. Im zweiten sind Kabel, zwei Klebepads und das eigentliche Soundmodul. Das eigentliche Soundmodul ist etwas größer als so ein Empfänger. Ja, aber so im Stil sieht das ganze Ding aus. Und dann ist da noch bei einmal so ein kleines Kabel, dann nochmal hier so ein Kabel und ein USB-Kabel. Das legen wir erstmal kurz zur Seite. So, der Einbau ist stinkeinfach. Ich zeige euch das jetzt hier auch nur mal in der Theorie. Ich habe jetzt hier gerade kein Auto, wo ich das reinbauen will. Aber einmal von der Theorie. Und zwar, das ganze Ding funktioniert so, dass wenn ihr den Empfänger, wenn ihr den Sender betätigt, und zwar nur ganz leicht, ja, wenn ihr nur den Griff hier vom Sender einmal so ganz leicht antippt. Also, ja, so, dann fährt ja euer Auto nicht los, aber das Soundmodul registriert das und macht ein Anlassergeräusch. Und je weiter ihr dann hier drückt, umso mehr Gas ihr gebt, umso mehr Sound macht das Ding, also die Drehzahl steigt sozusagen vom Geräusch. Also, das Ganze ist natürlich ein Soundmodul, das auch drehzahlabhängig ist, ja? Also, wenn ihr so macht am Sender, dann macht das Ding auch rum, 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 klar?
Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Sonst braucht ihr kein Soundmodul, dann könnt ihr irgendwas anderes da einbauen, Handy oder so. So, das Ganze soll ja geschwindigkeitsabhängig sein. Und deshalb kommt dieses Kabel hier, das kommt dahin, wo normalerweise im Empfänger euer Regler steckt. So. Das steckt ihr da, mit der Seite, in den Empfänger, da wo der Regler steckt. Dann steckt ihr das andere Ende hier oben in den Throttle-Eingang. Na, bisschen stramm das Ganze, ne? So. Und den Regler, der hier vorher ja am Empfänger saß, den steckt ihr jetzt hier in Throttle Out. Ja, der kommt also hier rein. Und dann braucht das Ganze natürlich noch Strom. Und Strom ist hier in der Mitte. Da kommt dieses Kabel rein. Das andere Kabel ist sozusagen durchgeschliffen. Hier auf der Seite kommt euer Lipo dran und hier auf der Seite kommt der Regler hinten reingesteckt, wenn ihr denn einen habt mit T-Stecker. Ansonsten müsst ihr da eben selbst was bauen. Ihr könnt euch da so ein kleines Kabel bauen, das eben auf der einen Seite eine Buchse hat, wo euer Regler reinkommt und auf der anderen Seite ein Stecker, wie das, was in euren Lipo passt. Ja, alles klar? So, dass ihr eben das sozusagen zwischen Regler und Lipo packt. Oder Fahrakku oder was auch immer. So, der zweite Vorteil jetzt schon mal an der Stelle von dem Soundmodul ist, dass es mit fast allen gängigen Lipos und Akkus funktioniert. Und zwar erkennt das Ding selbst, was ihr da dran habt und funktioniert von 2 bis 8 S Lipo und funktioniert auch mit 6 und 7 Zellen Nickel-Metal-Hydrid-Akkus, also ihr könnt da, was auch immer ihr für einen Fahrakku habt, scheißegal. Ja? Das Ding kommt mit allem klar. So. Und dann habt ihr hier noch zwei Ausgänge. Da schließt ihr hier vorne an den ersten den Lautsprecher an. Und wenn ihr noch einen zweiten Lautsprecher anschließen wollt, könnt ihr das an dem zweiten machen. Und das ist schon alles. Das ist alles. Das in den Empfänger, den Regler hier rein. Und das an den Akku. Fertig ist die Kiste. So. Jetzt nochmal die Vorteile von diesem Ding. Also, erstens, es hat einen vernünftigen Lautsprecher. Zweitens, das Ganze ist auch insgesamt hochwertig und vernünftig verpackt, also die Elektronik, und ist nicht irgendeine offene Platine, die ihr irgendwo hinkleben müsst. So. Und jetzt noch etwas ganz Entscheidendes. Dieses Ding ist vor allem kompatibel mit fast allen Autos. Ich habe gerade schon gesagt, dass es von der Batterie her sämtliche Lipos nimmt von 2 bis 8 S und auch andere normale Nickel-Metal-Hydride-Batterien. Aber das ist noch nicht alles, sondern das funktioniert sowohl mit Brushed als auch mit Brushless Autos, weil ihr nämlich nicht, wie bei vielen anderen Soundmodulen, hergehen müsst, um eben das so zu machen, dass das Modul auch wirklich auf euer Gas geben und die Drehzahl des Motors reagiert und müsst dann irgendein Kabel an euren Motor parallel anlöten oder an den Empfänger irgendwo, an den Regler oder Motor irgendwo dran basteln, sondern der greift einfach euer Throttle-Signal direkt vom Empfänger ab. Ihr packt das in den Empfänger rein und es ist scheißegal, was für einen Regler ihr habt und was für einen Motor oder was da sonst dran hängt. So. Und das führt außerdem dazu, dass ihr keine Latenzen habt. Latenzen sind diese Verzögerungen. Es gibt zum Beispiel ein Soundmodul auf dem deutschen Markt auch. Wenn ihr dann hier Gas gebt, dann verzögert das immer. Das geht dann immer... Und wenn ihr dann aber so macht, im Gelände wirklich mal... Und dann kommt der Sound erst eine Sekunde später, also so... wo das Auto schon wieder steht, das macht einfach keinen Sinn. Und das kommt durch diese Verzögerung, weil ihr das am Motor da irgendwie anlöten müsst, dann ist das auch noch immer ein Problem beim Brushless-Motor. Der hat drei Kabel, an welche beiden lötet ihr das an? Da habt ihr immer ein Risiko, dass euch irgendwas schief geht und das ganze Ding kaputt geht. Hier habt ihr mit Reglermotor nichts zu tun, außer dass ihr den Regler hier reinsteckt, anstatt in den Empfänger. So, dadurch, dass ihr das ganze Ding nicht fest am Motor verlöten musst oder irgendwas, habt ihr noch einen anderen Vorteil. Und zwar könntet ihr ja theoretisch
dieses Ding hier an der Seite irgendwo an die Lautsprecherbox dran machen oder hier vor Kopf oder wie auch immer mit so einem Klebepad. Dann habt ihr da ein kleines handliches Ding. Und dann könnt ihr nämlich Folgendes machen. Das hier auf der Seite kommt ja sowieso zwischen Fahrakku und Regler, ja, der Strom. Den schließt ihr ja sowieso immer neu an, wenn ihr die Batterie wechselt. Und das hier, jetzt nehmen wir mal an, ihr habt einen Empfänger, der ist in der Box drin. Dann nehmt ihr so ein kleines Servoverlängerungskabel und macht das in allen euren Autos, wo ihr ein Soundmodul drin haben wollt, an den Empfänger dran. Die gibt's bei eBay, hier so kurze, für, was weiß ich, 2,05 Euro Stück oder so, ja, ist also kein Thema. So, macht ihr in den Empfänger dran und lasst das aus der Empfängerbox rausgucken, bei allen Autos, die ihr fahren wollt. Wenn ihr kein Soundmodul haben wollt, steckt ihr ganz normal euren Regler dann da dran. Und wenn ihr das Soundmodul einbauen wollt, zapp, macht ihr das Ding da dran, den Empfänger, den Regler hier rein und fertig. Das heißt, ihr müsst dieses Soundmodul nicht wirklich fest in ein Modell einbauen, sondern wenn ihr mehrere Autos habt, steckt ihr einfach nur immer gerade das in das Verlängerungskabel, was ihr aus eurer Empfängerbox rausgucken lasst, und steckt dann den Regler hier rein. Und fertig ist das Ding angeschlossen. Ja? Ihr könnt das also ohne Problem wechseln und für mehrere Autos benutzen. So, und jetzt kommt noch der Clou. Auf der Homepage gibt es jede Menge verschiedene Motorengeräusche. Ihr könnt ein Softwareprogramm, das ist nicht hierbei, sondern das gibt es auf der Homepage zum Runterladen, auf eurem PC installieren. Und dann steckt ihr das USB-Ding ein, steckt die Seite ins Soundmodul ein und ladet euch beliebige Sounds auf euer Modul drauf. Und zwar gibt es da sowohl verschiedene Racing-Cars, es gibt Crawler, Autogeräusche, es gibt Formel 1 Wagen, also alles mögliche, was ihr haben wollt, die sind authentisch aufgenommen von verschiedenen, zum Beispiel Touring Cars oder auch von Rally Cars, gibt es da jede Menge, da ladet ihr euch die authentischen Sounds der einzelnen Fabrikationen hier drauf und könnt sogar zusätzlich auch noch Reifenquietschgeräusche machen, die kommen, wenn ihr zum Beispiel Onroad fahrt und bremst, oder auch Sirene könnt ihr hier auch mit drauflegen, alles mögliche, und ihr könnt übrigens auch hier unten die Lautstärke regeln. Also das Modul ist so ein ziemlicher Alleskönner, ja, und klingt wirklich recht gut. Das kann ich euch dann nochmal zeigen, wie das klingt, und ich zeige es euch dann natürlich auch im Running-Video im Auto eingebaut. Im Prinzip war das hier jetzt nur eine Art Unboxing. Was ich aber noch sagen will, das Ding gibt es aktuell leider nicht in Deutschland. Ihr könnt es aber über eBay Deutschland bestellen, wird dann geliefert aus China. Ist aber kein Problem, weil das Ding kommt ohne Zoll, ist von zollamtlicher Behandlung befreit. Dafür übernehme ich natürlich keine Garantie, wenn euer Zoll gerade schlecht drauf ist, was weiß ich. Ich habe es jedenfalls bekommen, ohne Zoll drauf zahlen zu müssen, weil es einfach nur in so einem kleinen Plastiktütchen verschickt wird. Dauert auch nicht lange, in ungefähr 10 Tagen ist das Ding da, also nichts mit von wegen 8 Wochen oder so. Kostet 100 Euro. 104 mit Versand, um genau zu sein. Also 104 Euro kostet das Ding, aber wie gesagt, wenn ihr mehrere Elektromodelle habt und holt euch hier noch so ein paar Kabel, dann könnt ihr das wirklich in alle eure Modelle einbauen, ja, macht das jedes Mal einfach mit einem Klettband oder so rein, das da reinstecken, das an Akku, und habt in jedem eurer Modelle Sound und könnt euch auch noch den passenden Sound, den ihr haben wollt, aus dem Internet runterladen, da drauf spielen. So, also, erstmal Kaufempfehlung für das Sense Hobbies ESS Pro Sound System. Alles klar? Und die Running Video, wo ich euch wirklich zeige, wie das Ding dann auch klingt und so, kommt noch, okay? Alles klar, macht's gut.